Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part der Feuerroten Nuzlocke Challenge. Ja Freunde, wir haben im letzten Part leider unser Cosmo verloren, aber dafür unser Joker dazu gewonnen, unser neues Teammitglied. Zwar ist das Wesen zaghaft, aber ich finde es ist nicht so schlimm. Schlimmer wäre natürlich ein mäßiges Wesen, Freunde. Nein, auf jeden Fall, schaut doch. Ja, es ist ein schönes Joker, schönes Rettern. Zwar low Attacken, aber der Giftstachel 15. Und wickelt sie auch noch 15. Aber ja, ist Müll. Aber damit können wir leben, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Und müssen Cosmo auf die Todesbox ablegen, Freunde. Das ist nicht unsere Todesbox, aber das hier ist unsere Todesbox, Freunde. Da muss jetzt leider Cosmo hin. Das erste Pokémon, was uns was gestorben ist, Freunde. Ja. Aber weil es ein mäßiges Zubat war, können wir es noch verkraften. Gut. Und den Rest unseres Teams heilen wir erstmal. Weil, Freunde, gleich müssen wir gegen unseren Rivalen kämpfen. Gegen Haku. Und bevor wir es aber tun, denke ich mal, dass wir... Ja, ich denke, dass wir... Wir müssen Retter noch ein bisschen trainieren. Ich werde es dann wieder ein bisschen speeden, oder? Mäuschen Level 13 hat Hyperzahn erlernt im letzten Part, Freunde. Mega Hyperzahn... Panzer ist Level 19, mit Megakick hat es auch erlernt. Und Biss. Und Feder, ja, Windstoß ruckzuck gibst. Und ja, Joker mit Wickel und Giftstachel. Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen paar Level Joker. Ich weiß nicht, ein Level. Ich schau mal, ob es schnell geht oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall, ja, ich werde es ein bisschen speeden. So. Und zwar nicht, dass es uns direkt killt. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ach ja, zum Glück haben wir hier gar kein Mankey gefunden, ne? Freunde, Mankey hätten wir auch fangen können, weil Mankey hatten wir auch schon auf Route 3 verfehlig, also nicht verfehlig, was ist das für ein Wort? Haben wir ja aus Versehen besiegt. Und ja. Wir müssen hier... Komm. Wir wollen hier mindestens Joker ein Level höher haben, dass wir... Ja. Der Rivale wird mega schwer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Schau mal, gegen Mankey bestehen wir sehr gut. Mankey kann uns überhaupt nichts. Und das war's für Mankey. Wir kriegen sehr wenig EP. Erfahrungspunkte, ja. Rettern. Silberblick. Silberblick. Ah, jetzt sind wir Wickel gefangen. Komm, wir machen selber Wickel. Tränke dürfen wir nicht im Kampf benutzen, wisst ihr ja, Freunde. Oh oh. Oh oh. Wir dürfen auf gar keinen Fall hier Joker verlieren. Auf gar keinen Fall. Können wir raus? Nee. Oh oh. Nochmal Wickel. Giftstachel. Oh. Wickel. Kein Crit, also er darf kein Crit. Boah, Silberblick, zum Glück. Das heißt, wir haben hier
1 KP, naja. Geht klar. Attacke geht daneben! Hätte jetzt mit Wickel angegriffen. Oh Gott. What the hell? Attacke kann daneben gehen. Lebensdefense, nice. Ich würde sagen, komm, wir machen schnell Retterlevel ein Level höher und dann heilen wir unsere Pokémon und gehen dann direkt zu Haku. Also zur Nuggetbrücke nach oben, halt zur Route, glaube ich, 24 ist das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hier müssen wir raus. Joker ist fast besiegt. Komm, spielen wir es wieder ein bisschen. Soll ja nicht zu langweilig für euch sein, Leute. Nein. Machen wir noch eins, bis Joker ein Level höher kommt. Noch ein Joker. Dein Zwillingsbruder. Oh, dieses Rettern hatte Bedroher. Stimmt. Wir hätten Rettern mit Bedroher bekommen können. Oh, Freunde, das wäre so nice gewesen. Ah. Wir haben zwar Expidermis, aber Bedroher ist um 100-fachen besser. Megakick. Und weg. Wieder kein Level. Dann wird es jetzt wahrscheinlich das letzte sein. Jetzt sag nicht wieder Bedroher. Wieder Bedroher. Und wir kriegen eins mit Expidermis. Mann. Panzer, Mega Kick. Ja, was denn sonst? Taki geht natürlich daneben. Nochmal Mega Kick. Tschüss, Rettern. Joker erreicht. Und erreicht Level 11. Genau das wollten wir, Freunde. Obwohl es gar nicht so viel Sinn jetzt gemacht hat, um ein Level höher zu drinnen, aber okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Arbok Expidermis behält oder eine andere Fähigkeit bekommt. Soweit ich weiß, Arbok. Der Bedroher bleibt doch, oder? Dann müsste Expidermis auch bleiben. Gut, Freunde. Jetzt kommt der schwere Kampf gegen Haku. Wir leaden dann hier mit. Mit Mäuschen. Unserem MVP mit Hyperzahn. Cool, wenn es denn hier schon in der Gen, Leben-Ob und sowas geben würde, wisst ihr? Leben-Ob, Walband, Walband, Mäuschen mit Hyperzahn. Wäre episch. Gut, Freunde. Hitzelos, du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast, Zelos. Freunde, ich wollte eigentlich, bevor ich jetzt zum Haku gehe, wollte ich eigentlich noch ein bisschen die Stadt erkunden. Das machen wir aber jetzt nach dem Rivalenkampf. Also machen wir erst den Rivalenkampf und dann erkunden wir ein bisschen Azuria City. Und gehen dann weiter nach oben zur Nuggetbrücke. Tauboga. Oh. Lead sofort mit Level 17. Alter. Oh. Komm, ein Hyperzahn. Boah. Hyperzahn trifft. What? Wie wenig Schaden macht das? Los, Panzer. Panzer ist das Pokémon bei uns, was am meisten durchhält. Wahrscheinlich den Windsturm wird es locker wegstecken. Ja, 6 KP. Und Mega Kick ist mir zu risky. Wir gehen auf Aquaknarre. Step Aquaknarre müsste. Alter! Mega Kick trifft! Ah, ruckzuckieb. Jawohl. Das müsste es für Tauburger gewesen sein. Yes. Wir halten 205 Erfahrungspunkte. Für jeden von uns. Bisasam kommt schon. Aber gegen Bisasam haben wir Feder, Freunde. Deswegen wird Bisasam kein großes Problem. Windstoß. Two-Hit? Ja, ist ein sicherer Two-Hit. Genau, Freunde. Und deswegen
brauchten wir einfach Feder, weil ich zusammen Egel sammeln kann. Also mit Panzer hätten wir keine Chance, mit Mäuschen hätten wir keine Chance. Wirklich nur mit Feder. Und Joker wäre viel zu unterlevelt. Das müsste... Nein, ist kein Level up. Abra. Abra können wir doch... Ich glaube, Abra kann... noch gar nichts. Ich glaube, Abra kann nur Teleport, deswegen... Ach, komm. Schillock, Panzer, ja, ist ja ein Schillock. Dass wir den Level 20 dann erreicht. Aber ich muss sagen, unser Rivale ist... Boah, ist bei gutem Level. Seine Pokémon sind bei mega gutem Level. Ich glaube, er hat noch einen Radfatz oder einen Ratikat oder sowas. Kann das sein? Dass er noch als letztes Pokémon sowas hat? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben den Biss. Hab ich ganz vergessen, aber ist ja von Typ Psycho. Naja, so einen großen Unterschied hätte das, glaube ich, jetzt auch nicht gemacht. Und wir erreichen Level 20. Perfekt. Perfekt. Genau, ein Radfratz. Und Radfratz auch mit Hyperzahn, soweit ich weiß. Deswegen... Ja, komm, Feder. Windstoß und Ruckzuckip reicht. Hoffe ich mal. Ich glaube, Mäuschen ist... Ja, Level 15, oh oh. Bitte kein Crit-Hyperzahn oder sowas, das wäre bestimmt... Ah, ein roten Schlag. Gut, dann reicht hier jetzt der zweite... Ja... Ja, der zweite Windstoß reicht. Und Freunde, damit haben wir unseren Rivalen besiegt. Und bekommen noch ein Level hoch. Level 19. Und wir erlernen... Nothing. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. Yes. Wie immer, Haku. Nein. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémoniak bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Na ja, ich hau ab. Mach's gut. Ciao, Bitch. Sei kein schlechter Verlierer. Ach, er kommt wieder zurück. Oh ja, genau. Tut mir leid. Nein, wirklich. Du mühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Die Ruhmesdatei, Freunde, die ich eigentlich noch nie gebraucht habe. Ich habe nie... Ich weiß auch gar nicht, ob das was das genau ist. Ein redseliges Plappermaul wie du, das ist wie für dich geschaffen. Du bist doch das redselige Plappermaul. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen... What? Schere? In Ordnung, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Ja, hau rein. Gut, Freunde. Wie gesagt, wir erkunden jetzt noch die Stadt ein bisschen. Und gehen dann weiter zu den ersten Trainern. Ich stelle eine Vielzahl Medikamente aus Bärenpuder her. Mit gutem Bärenpuder kann ich jedes Medikament herstellen. Hast du Interesse an Bären? Ja. Schön, dann habe ich genau das Richtige für dich. Puderdöschen erhalten. Im Pokémon Center gibt es im oberen Stockwerk beim Direktclub etwas Neues. Der drahtlose GBA blablabla zum Bärenmalen wurde eingerichtet. Ach, das gab's da schon? Wusste ich gar nicht. Da kommst du ins Spiel. Du bist der Einzige, den ich, weiß ich nicht, kannst du mit dieser Maschine Bärenpuder für mich herstellen? Sie steckt im Direktclub des Pokémon Center. Ich werde Medizin erstellen, wenn du mir Bärenpuder bringst. Male Bären und bringe mir Bärenpuder. Hm, vielleicht. Mal schauen. Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind geheimnisumwoben. Also dann, über welchen Orden? Über gar keinen. Ich glaube, Freunde, hier gab es hier nicht einen Sonderbonbon irgendwo? Yes. Obwohl, nein. Sonderbonbon benutzen wir sowieso nicht. Können wir nur gut verkaufen. Bekommen wir nur gut Asche für. Wenn das Lamus nicht im Weg wäre, könntest du den Kleinbaum fällen. Dann könntest du auf die andere Seite. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Okay. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon. Das klingt lustig. Ja, wenn ich wüsste, was es ist. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird.
typisch Frauen, ne? Holen sich was und benutzen es nicht, ne? Hier kriegen wir leider noch kein Fahrrad. Ich möchte ein Holland-Fahrrad. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ja, Bitch, für deine Tasche, ne? Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ja, ich glaube sogar 1 Million oder 999.999. Ich weiß es nicht. Seufz. Zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Passiert nirgendwo etwas, das mich unterhalten könnte. Komm mit mir auf Reisen. Ich werde Pokémon-Champ. Du kannst mir helfen, Opa. Ciao. Da ist das Lamus. Lamus. Bummelt herum. Nee, das brauchte ich jetzt nicht vorlesen. Lamus zurück. Nein, nicht. Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal genug Tränke. Super, dann gibt es hier schon. Perfekt. Holen wir uns noch 5 Stück von. Und Pokéball brauchen wir natürlich auch. Aber, Freunde, wir haben ja zum Glück... haben wir schon Nugget? Wir können ja zum Glück Sternstück verkaufen. Was ein... Boah, 4.900. Und die 2 Sonderbomben verkaufen wir, Freunde. Weil wir die einfach nicht benutzen werden. Und... Ja, sonst brauchen wir alles. Aber Leber brauchen wir auch nicht. Können wir auch verkaufen. Und ja, ich bin immer noch so ein Fan von Nidoran, was wir leider nicht bekommen haben. Und wir können uns jetzt ein paar... Ja, wir nur noch 5 Stück. Komm, wir holen uns noch 5 dazu. Entschuldigung. Gut, dann haben wir ein paar... Schutz können wir auch immer gut gebrauchen. Und ja. Haben wir die Stadt soweit erkundet? Oder? Ja, oder? Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Ja, die Pokémon-Arena, Freunde, werden wir erst machen, wenn wir da oben gewesen wären. Auf, ich glaube, Route 24. Die ganzen Trainer besiegt haben und da zum Pokémon-Jagd gegangen sind. Ne, in dem Haus waren wir noch gar nicht, oder? Nö. Meine Oma. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte ein Pokémon mit mir tauschen? War das nicht so, dass Rosanna wollte? Irgendwie Rosanna. Hallo, willst du dein Kapuzzi nicht gegen ein Rosanna tauschen? Nein, ich habe keinen Kapuzzi. Wenn du nicht magst, dann kann man auch nichts machen. Nö. Vielleicht irgendwann, ich weiß nicht. Wenn wir ein Kapuzzi brauchen, wir Rosanna. Nö, oder? Haben wir uns geheilt? Ah, wir müssen uns noch heilen. Fast vergessen. So, ich weiß nicht, sind die Trainer... Die Trainer, sind die Leute hier noch im Pokémon-Center besonders? Ich weiß es nicht. Isabel, ich hörte, für seltene Pokémon würde es alles tun. Wirklich alles? Aber ich bin nicht schwul. Warum gehst du nicht nach oben und tauschst Pokémon mit deinen Freunden? Dadurch erhöht sich die Vielfalt deiner Pokémon. Ja, Bitch, komm, nerv nicht. Gut, 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 gut. Ja, Joker muss hier ein bisschen trainiert werden. Radfatz entwickelt sich Level 20 und Joker wird sich Level 22 zum Arbok entwickeln. Oh, hätten wir den Bedroher, Freunde. Naja. Wenn wir sagen, auf zum ersten Trainer. Oh, ein Käfertrainer. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Yes. Raupi. Mit Joker können wir hier nicht viel machen. Feder würde hier aufräumen, aber wir müssen natürlich auch Joker trainieren. Oh, Fahnenschuss. Mich hat diese Attacke hasse. Windstoß. Müsste reichen. Sogar auf minus 1 sind wir schneller. Yes, reicht hier und 55 nur. Ich glaube, ich... Ja, komm. Ich speed es mal ein bisschen. Es wird jetzt die ganze Zeit nur in rausgeswitcht in Joker und dann wieder raus in... Feder.
Freunde, weil einfach, ja, so können wir am besten... Oh, das Gift. Oh. Nein. So können wir hier am besten Joker trainieren. Obwohl. Ah, nee, wenn Safcon die ganze Zeit Härten einsetzt, haben wir auch keine Chance. Außer wir vergiften es, aber doch will ich es nicht anlegen. Gehen zurück, Gefeder. Ja, Härtner. Und da Windstoß jetzt physisch ist, oder physisch ist, reicht der Windstoß hier wahrscheinlich nicht. Ja, war klar. Nochmal härter. Und wir beenden es mit dem nächsten Windstoß. Hat er nicht noch Pokémon? Kann das sein? Kokuna, stimmt. Zurück in Joker. Und zurück in Feder. Aber jetzt wahrscheinlich, ihr wisst es, Leute, ja, der Härtner kommt. Und nicht, dass wir am Gift zugrunde gehen. Ja, zwei Windstoße reichen hier wieder. Yep. Und damit haben wir den ersten Trainer der Nuggetbrücke besiegt, Freunde. Wow, du bist gut. Kann schon sein. Oh, 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 oh. Genau das habe ich gesagt. Wie viel? 18. Ich glaube sogar, dass bei 1 KP aufhört, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, 18 Schritt, 18 Mal werden wir hier nicht... Oder? Ich glaube, oder es hat noch gar nicht hier aufgehört, weil ich weiß es nicht. Aber es war schon nervig hier die ganze Zeit, dieses, wenn vergiftet ist, oder? Das war halt am nervigsten in der dritten Gen. Finde ich. Ja, komm. Fangen wir mal mit Mäuschen an. Willst du kämpfen? Nee, komm, du willst nicht kämpfen. Du hast eh nur ein ekelhaftes Scharnierer. Freunde, ich hasse Scharnierer. Absolutes Hass-Pokémon. Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Ich glaube, die hat hier Nidoran. Oder? Oder Taubsi und Nidoran? Ja, Taubsi wird 12, wird kein Problem. Mäuse mit Hyperzahn. Wackt. Es reicht aber nicht. Schreckt's? Stimmt. Ich glaube, 10%ige Chance, hier zu flinchen. Mäuschen, ich liebe dich. Wenn wir erst einen Radikal haben, Freunde. Boah, so episch. Flinch es! Flinch, 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 flinch! Schabsauber, aber das zieht nicht viel ab, oder? Wow! Okay, reicht ein... Ja, Ruckzuck reicht. Ja. Und wir reichen Level 14, Freunde. Wir lernen, soweit ich weiß, keine Attacke. Null in Verteidigung, das verstehe ich auch nicht. Eins in Spezialangriff. Wir sind pfiffig plus Verteidigung minus Spezialangriff, aber kriegen null in Verteidigung. Komisch, sinnlos, aber okay. Knuffertig. Stimmt, das mit Nidoran kommt noch. Oder die mit Nidoran. Hyperzahn. Flinch! Quit. Quit oder Flinch ist mir beides recht. Die Doris. Die Doris. Ja, komm, Mäuschen. Weiter geht's mit Mäuschen. War das nicht der, der jetzt... Nee, ein Habitak hat, glaube ich, der vorletzte. Der hat jetzt Nidoran, oder? Sandan. Sollen wir mit Mäuschen? Ja, wir bleiben mit Mäuschen drin. Hyperzahn ist neutral. Flinch oder Quit? Gar nichts von beiden. Ah, Sandwirbel. Ah, nö, hab ich keinen Bock. Hyperzahn geht jetzt sowieso daneben, wie ich mich kenne. Go, Panzer! Kratzer. Akon-Knarre reicht, natürlich. Mäuse hält 139, Panzer hält 139, Rettern. Ja, komm. Joker gegen Rettern. Hoffentlich hat sein Rettern keinen Bedroher. Freunde, ist es eigentlich wahrscheinlicher, eins mit Bedroher zu bekommen oder Expedermis?
Ah, natürlich hat seins Bedroher. Warum auch nicht? Scheißdreck. Komm, Feder. Flug war nicht effektiv gegen Gift, auch nicht in der dritten Gen, oder? Nee. Ein Windstoß kommt. Nee, neutral. Aber ist ein Two-Hit. Gift unverständlich. Ja. Vorhin erster Giftstachel-Gift, jetzt erster Giftstachel-Gift. Ich fass es nicht. Ah, eiskalt erwischt. Eiskalt. Ja, wir müssen natürlich wieder zurück. Aber wir sind jetzt, ich sehe, Freunde, wir sind schon bei 26 Minuten. Ja, ein Trainer können wir noch machen oder zwei, wenn wir es schaffen. Maximal bis 30 Minuten. Wie viele Trainer haben wir noch? Ich glaube drei, ne? 1, 2, 3 haben wir besiegt. 2 noch. Die mit Nidoran, er mit Habitak und der nächste Team Rockgedrüpel. Schau mal, wie weit wir noch kommen. Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Joa. Relativ müde bin ich. Ja, Nidoran. Oh, Nidoran hat, die Fähigkeit, dass die vergiftet, wenn wir mit Hyperzahn es angreifen würden. Also bei Kontakt vergiftet. Komm, Hyperzahn. Geht daneben. Nein! Nein! Oh, ich hab den Doppelkick vergessen. Alter. Oh, ist mir das Herz gerade in die Hose gerutscht. Oh, Quit wären wir weg. Ein Quit wäre Mäuschen besiegt, Freunde. Energie. Ey, hör auf, Energiefokus. Hättest du vorhin machen können. Nee, dann hätten wir bestimmt Quit bekommen. Ja, ein Doppelkick hier wird resistet. Auch wenn er jetzt einen Quit bekommen würde, reicht ein Energiefokus nicht. Noch nicht mal ein Tool. Schnabel. Komm, Quit. Nö. Nee, ich will kein Rucksackhieb einsetzen, weil ich glaube, Rucksackhieb stellt Kontakt her und deswegen mit dem Giftdorn. Genau, Giftdorn hieß die Fähigkeit. Mäuschen Level 15. Nidoran, ja komm, dann trainieren wir noch ein bisschen Joker. Und Freunde, ich würde sagen, wenn wir den Trainer besiegt haben, werde ich den Part beenden. Ja, zurück zu... Obwohl Doppelkick uns nichts anhaben können. Egal. Egal, boah, hatte ich gerade Angst. Mäuschen wäre fast gestorben, Freunde. Das ist nicht mehr normal. Das ist... Ich weiß auch nicht. Ich habe den Doppelkick total vergessen. Dass der auch dann so viel Schaden macht. Ich meine, wir sind pfiffig, Freunde. Wären wir kein pfiffiges Wesen, ich sag's euch, hätte Mäuschen es nicht überlebt und wir hätten Mäuschen an der Stelle verloren. Ganz einfach. Dann zahlt sich echt das pfiffige Wesen aus. Komm, Windschuss reich. Nö. Scheiß Heuler. Es reicht. Gut, Freunde. Joker reicht Level 12. Perfekt. Plus 2 in Angriff. Schade, dass wir den Bedroher nicht haben. Na gut. Ja, Freunde. Uns stehen noch 2 Trainer gegenüber. Und, also auf der Nugget-Brücke. Ja, Freunde. Ich würde sagen, hier beende ich dann den Part. Und im nächsten Part werden wir dann sehen, ob wir auch die Nugget-Brücke erfolgreich überstanden. Boah, ich komme gar nicht, ich komme raus. Erfolgreich durchqueren werden, so gut. Und bis zum nächsten Part und ciao.